Alter, bist du doof? Alles cool. So, wo muss ich hin? Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. So. Wo ist der nächste? Krach. Ganz oben? Wieso ist der denn jetzt wieder ganz oben? Leute, was soll denn das? Ich bin kein Verräter. Alles okay? Ja. Ui. Ja, danke. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. No. Na toll, wen haben wir denn da jetzt? Nein, bitte! Mr. Lee! Ach nee, der hat eine Glatze. Okay, dann ist es nicht Mr. Hallo, Lee. Hallo nochmal. Oh. Hoppala. Ach, komm schon! Nein, 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 nein! Alter! Na klar. Oh nein, ich bin bewusstlos. Oh oh. Oh oh. Los, los, los! Ah.
Ist das echt passiert? Alter. Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Was soll denn das jetzt hier mit einem im Kreis fliegen? Ich habe verloren. Ach, da ist er. Oh, ich dachte schon, ich habe verloren. Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst ihn runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Wo ist er? Alter, ist das dein Ernst? Das ist meine Chance. Das ist meine Sequenz, Alter. Hoffentlich überlebe ich das. Die Maschine nach Newark? Noch ein dummer Spruch dabei. Mehr als Kreis drücken kann man nicht. Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir. Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ich muss die Motoren des Helikopters deaktivieren. Ein Motor ist aus. Jetzt der zweite. Alter. Bei der Action am Hubschrauber. Zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Ja, schaukeln. Alter. Meine Fresse. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Ja. Alter, was für eine Sequenz. Ich geh kaputt. Bitte vermassel das nicht. Alter Vater. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Cool, danke. Haben die eine Website? Whoops. Whoops. Hey Yuri, ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey Miles. Hey Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu Dads Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. Ah, Jeffs Sohn.
auch cool. Puh, das war eine Action. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Alter. Kurz durchatmen. Diese Sequenz war der Hammer. Wow. Alter. Boah, was eine Sequenz. Super. Genial. Schnellschwung. Ah, okay. Oh, den kann ich gebrauchen. Punktsprungboost. Ah, okay. Alter, bist du doof? Ja, komm, machen wir Lufttricks. Schnelle Erholung. Ah, auch gut. Wir müssen uns ja auch schnell bewegen können, ne? Wir müssen uns auch Spidey-mäßig bewegen können. Puh. So, und der Preis geht an. Alles klar. So, Geräte haben wir alle. Bisschen was fehlt noch. Oh, ich brauche noch 2 Herausforderungsmarken. Okay. Aber hier, der Stromer ist gut. Oh, die kann ich upgraden. Alter, warte mal kurz. Erhöht die maximalen Schüsse für dieses Gerät um 1. Erhöht den Detonationsradius. Das weiß ich noch nicht. Aber hier den Stromi. Wieso habe ich den noch nicht? Ah, weil mir da was fehlt. Alles klar. So, die Spider-Drohne. Boah, die habe ich noch nie gebraucht. Aber hier, an der Wand festkleben. Was ist das? Schlägt Gegner weiter zurück. Auch geil. So, warte mal. Und den hier, der muss ja auch. Wird schneller aufgefüllt. So. Erhöht die maximalen Schüsse um 2. Das ist auch geil. Und noch schneller aufgefüllt. Ja, das können wir erstmal so lassen. So, und hier können wir noch... Ja, der ist auch gut, komm. Und der Stromi? Ah, da fehlt mir was, ne? Ja. Okay, aber Stromi ist schon mal gut. Und was haben wir hier? Erhöht den Explosionsradius. Nehmen wir auch noch mit. Was fehlt mir? 2 Verbrechensmarken fehlen mir. Ah, okay, alles klar. Und den habe ich immer noch nicht gebaut, ne? Nee. Aber so, jetzt haben wir erstmal die Ausrüstung ein bisschen aufgestockt. Ui. So, dann wollen wir mal zur Siegerehrung. Ja, also hier. Weißt, was ich meine. Natürlich ist er das, aber er war nicht hier. Spider-Man schon.
Er würde nie das Rampenlicht mit jemandem teilen. Jetzt reicht es, ich habe keine Lust mehr, das Offensichtliche zu erklären. Ab zur Werbung. Zwei Aspirin und was gegen Sodbrennen. Sofort! James, der ist so geil, der Typ. Alter, was ein Game. Meine Fresse. Alter, bist so du doof? So ein Raketenwerfer weckt einen auf. Ja, das hat mich jetzt auch gerade voll rausgerissen. Erstmal müssen wir hier zur Siegerehrung, zur Medaillenverleihung. Und dann können wir uns wieder um die Straßen von New York kümmern. Alter Vater. Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Du bist ein Held, Mann. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Ach, Jeff ist ein Guten. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke. Klar, gerne. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber... wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, ging so, die über Peter. Die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein anderes. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Wer hat's denn da auf den Goblin abgesehen? Oh! Spider-Sen... Oh, oh! Alter, Verräter! Nein, nicht Jeff, Mann, nicht Jeff.
Miles! Miles, bist du okay? Oh nein, nicht Miles. Ah! Miles! Miles! Peter! Miles Jefferson. Komm schon, Peter! Der Peter hat was abgekriegt. Miles! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Meine Hand, wenn du mich hörst! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Alter, krass. Boah. Mom! Peter liegt da einfach so. Das kann nicht sein. Er ist Spider-Man. So schnell kriegt ihr nichts kaputt. Also, seine Mutter müssen wir nicht suchen. Da wissen wir ja, wo die hingelaufen ist. Mom? Mom! Miles! Oh! Schnell! Schnell! Steck da! Es rutscht weg! Komm schon. Miles. Oh. Alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Der war doch gerade noch bei ihm. Alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Hör zu, ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Das. Nein. Miles, nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Na klar. Da! Wo wollt ihr denn bitte her? Sankai, bitte Julio. Ich kann außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen. Dadurch. Alter, was ist jetzt hier los, ne? Terroranschlag und dann kommen sie, um aufzuräumen. Nein, nein! Nein, bitte los! Hoppala. Upsi. Gib mir mal Wendy. Sei, Shani. Kann, Jang Tan, Nali, Jomio, Warren.
das ist ja alles beweglich. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, ich weiß. Aber ich muss doch warten, bis er da weggeht. Miles. Der stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Okay, ich kann nur hier rüber. Jetzt. Tut mir leid, Frau. Ich hab dich, Dad. Ich wusste es. Dad. Dad. Mr. Lee. Oh nein, nicht Jeff. Oh, ich habe vorhin noch so ein Gefühl gehabt, dass irgendwas mit Jeff nicht... Dad, nein! Hör auf, Dad. Hör auf. Fuck. So ein Fuck. Boah, Mr. Lee, ich wusste es. Eine Woche später. Ja, super. Oh, Jeff, Mann, du warst ein Held, ey. Kacke. Was? Boah. Boah, ich bin pissed. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus als... ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Tja, das ist so. Und wir kennen ja alle die Szene, ne, aus dem Film. Aber in Wirklichkeit, with great power comes great bullshit. Dämonendämmerung.
Ja, super. Jetzt ist Regen. Die Stimmung ist depressiv. Wir sind nicht mehr so lustig drauf. Die Kacke. Es tut mir leid, Chef. Ja. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann! Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenne dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich hab nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hm, hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. We are Venom. Was? Oh, was eine Sequenz. Okay, Mr. Lee, ich wusste es, ne? Ich hab dich jetzt so auf den Kicker, Mr. Lee, aber sowas von. Was wirst du mir büßen? Was wirst du mir alles büßen?